So, letztes Geschenk. Da brauchen wir noch eins. Wo haben wir noch eins liegen? Da liegt noch eins. Und fertig. So viel Elend. Vielleicht sollten wir hier keine Hochzeiten mehr feiern. Jawohl, Lucilla hat gesprochen. Das war die Tagesquest. Und das gab wieder Blutorden und Azeritmacht, Artefaktmacht. 75% haben wir jetzt vom Artefakt. Dann ist es gleich Stufe 20. So, und hier sollte ich Blumen ablegen. Lucilla? Du bist hier? Moment. Ihr seid nicht Lucilla. Warum seid ihr hierher gekommen? Jo, also, das ist jetzt der Liebste von Lucilla. Dafür sollten wir Blumen abgeben hier. Hallo. Lucilla konnte nicht ahnen, dass ich sie jedes Mal besuche, wann immer ich zur Fahlhainkapelle kommt. Moment. Wann immer sie zur Fahlhain. Aha. Vermutlich kann sie meinen Geist nicht sehen, weil ihre Verzweiflung wegen der Geschehnisse, die sich hier ereigneten, einfach zu groß ist. Ich kann nur hoffen, dass ein Teil von ihr weiß, dass ich hier bin. Liebe und Verlust. Lucilla hat euch geschickt. Ich bin erleichtert zu hören, dass sie noch lebt. Ich heiße Alexander Trittwart. Ich bin, nun ja, ich war Lucillas Verlobter. Hier ist etwas Schreckliches geschehen. Es hat mich verflucht, für alle Ewigkeit an dieser Stelle zu wandeln. Ich erinnere mich nur noch, dass Lucilla und ich heiraten sollten, doch stattdessen erwartete mich mein Ende. Wenn ihr Mitgefühl im Herzen tragt, dann helft mir bitte, bringt in Erfahrung, was in jener Nacht geschah, damit ich von hier fortkomme. Meine stärksten Erinnerungen messen den Ring, den ich an jeden Tag für Lucilla bei mir hatte, eine große Bedeutung bei. Findet ihn bei meinen Überresten. Vielleicht kann er zur Antwort führen. Durchsucht die vergessenen Knochen in der Kapelle. Möge die Flut euch tragen. So. Und das ist dann wieder eine kleine schöne Geschichte hier. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da muss irgendwo der Ring sein. Und dann können wir alle Quests nachher abgeben. Boah, gleich haben wir es echt geschafft. So, hier haben wir Abhandlung zum Ankerkraut. Suche nach weiterem Wissen. Abhandlung zum Ankerkraut. Das ist wichtig jetzt. Das ist meine Alchemie-Quest. Die habe ich auch noch irgendwie. Ist das diese hier? Ich weiß gar nicht, was das für eine ist. Moment. Abhandlung zum Ankerkraut. Nee, das ist Suche nach weiterem Wissen. Das ist ein Dungeon. Dafür müssen wir Goraktul töten. Oh, das kommt gleich. Das kommt gleich. Kann ich jetzt noch nicht machen hier draußen. Dafür müssen wir den Chef der Drustwa killen. Und da hinten liegen die vergessenen Knochen. Ich sehe sie schon. So, bisschen in die Unsichtbarkeit gegangen. Und los geht's. Vielleicht erfahren wir ja, was hier passiert ist, wie wir ihn befreien können. So. Oh, ist das schön. Guck mal hier. Die Hochzeit findet gerade statt. Mit dem Hochzeitsgast. Lucilla ist hier. Und Alexander. Und beide leben noch. Ich grüße euch. Willkommen, werter Herr. Die Zeremonie sollte beginnen, sobald Lord Kronsteig da ist. Entschuldigt, aber ich mache mir ein wenig Sorgen wegen der Verspätung von Lord Kronsteig. Ich bereite euch nur ungern zusätzliche Arbeit, aber würdet ihr netterweise nach ihm sehen? Die Zeremonie kann ohne ihn nicht beginnen. Ihr findet ihn ganz oben im Turm von Mystery Castle. Ah ne, das war woanders. Hoch oben im Turm von Mystery Castle. Oh, ich wäre jetzt gerne Phantasialand. Ihr findet ihn ganz oben im Turm, im Zimmer der Braut. Sprecht mit Lord Arthur Kronsteig in der Günstige Kapelle. Winde. So, da gucken wir doch mal, was hier los ist. Warum kommt denn der Lord nicht? Was ist denn hier passiert auf der schönen Hochzeit? Ein Rückblick in die Vergangenheit. So. Hier geht's hoch. Aber Arthur, das kannst du doch nicht zulassen. Soll unsere Tochter wirklich einen gewöhnlichen Händler heiraten? Lucilla folgt nur ihrem Herzen, Margarete. Genau wie ich, als ich dich zur Frau nahm.
aber ihr Herz tut unserem Haus keinen Gefallen. Also, Mutter Kronsteig ist nicht begeistert. Oh, hallo. Wir kennen uns leider noch nicht persönlich, aber ich möchte euch dafür danken, dass ihr für meine liebe Lucilla da seid. Wie kann ich euch helfen? Die Zeremonie kann beginnen. Nun, das ist mir jetzt etwas peinlich. Ihr müsst wissen, dass ich mir meine Rede in mein Notizbuch aufgeschrieben habe, das ich nun aber wohl verlegt haben muss. Es muss irgendwo in diesem Raum sein. Wenn ihr mir bei der Suche helfen könntet, wäre ich euch auf ewig dankbar. Das ist zu weit entfernt. Dann wollen wir mal gucken, hier unterm Teppich wollt vielleicht. Wollt ihr absichtlich unsere Zeit verschwenden? Oh, ihr habt es gefunden. Den Gezeiten sei Dank. Oh, das ging einfach. Unterm Teppich war es gefallen. So, und damit kann er jetzt loslegen. Hervorragend, ich brauche nur noch ein paar Minuten für diese Sache und komme dann runter. Bitte richtet Lucilla und Alexander aus, dass ich gleich soweit bin. Bitte gebt dem glücklichen Paar Bescheid, dass ich in Kürze dort bin. Sehr schön. Und entschuldigt mich bitte bei den Gästen. Ja, mache ich auch. Kann ich jetzt? Okay, danke. Tschüss. Wunderbar. Also, Papa kommt jetzt und dann kann die Hochzeit losgehen. Ui, das sieht ja gruselig aus mit diesem Schimmer. So, und da wartet schon die nächste Quest. Gäste sind auch noch alle bereit. Was braucht ihr? Lord Kronsteig ist auf dem Weg. Hervorragend. Ich danke euch, mein Herr. Bitte nehmt Platz. Oh, nehmt Platz und schaut die Zeremonie. Möge der Wind eure Segel füllen. So, die sind noch verlobt, also. Und er war der Verlobte, also. Das wird jetzt nicht klappen, glaube ich. Da kommt er. Aber wo ist Lady Kronsteig? Bitte entschuldigt meine Verspätung. Ist schon in Ordnung, Vater. Wo ist Mutter? Sie ist bald hier. Sie hat mich gebeten, an ihrer Stelle zu beginnen. Wollen wir? Natürlich, Vater. Bitte. Nun gut. Werte Freunde, Familie und Gäste, wir versammeln uns an diesem prächtigen Tag, um Lucillas und Alexanders Vermählung zu feiern. Als Herrscher über Drostwa und Lucillas stolzer Vater ist es mir eine Ehre, diese beiden Liebenden vor dem Land, dem Himmel und der See zu trauen. Alexander, habt ihr euer Gelübde? Was war das? Nichts Persönliches, Kleiner. Alexander! Nein! Ein Hinterhalt! Lucilla, hinter mich! Wachen! Zu den Waffen! Wow. Also, das war nicht gut. Ihr habt gesehen, dieser Roland, das Messer, hat wohl Alexander gekillt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und jetzt sind ja auch noch Assassinen unterwegs. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist hier los? Blut in der Kapelle. Mein Herr, ihr habt mir bereits geholfen und ich flehe euch an, es noch einmal zu tun. Meine Wachen sind gegen diese Briganten ganz kleiner Unterzahl, aber ich muss hier bleiben, um Lucilla zu beschützen. Ich würde also euch bitten, beim Schutz der Gäste zu helfen. Wärt ihr dazu bereit? Boah, 10 besiegen. Ihr seid doch lustig. Jetzt muss ich hier wieder 10 Mobs killen. Einfach mal so. Und das in einem Traum. Ist ja traumhaft. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als 10 Gegner statt nur 2 zu killen. Die übertreiben es immer. Aber die gehen gut down, von daher sind wir schnell durch. Jetzt wissen wir, was Lucilla passiert ist. Ihr Verlobter wurde erledigt. Oh Gott, die sind doch gefährlich. Ihr Verlobter wurde getötet während der Hochzeitszeremonie. Die hat ja ganz schöne Probleme gehabt. Jetzt verstehen wir auch, warum wir die Blumen da ablegen sollten. Jetzt reicht es mir hier immer Doppel-Ink. Dann gebe ich auch meinem Spiegelbild mal Bescheid, dass es hilft.
interessante Geschichte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viel noch passiert. Nur von ein paar Blumen abzulegen. Aber das ist halt das Schöne. Ne? Man kriegt die Quest, legt ein paar Blumen ab, denkt, man muss mal keine 10 Mobs killen und schon kommt voll die Geschichte dabei rum. Also WoW hat auch gelernt. Sowas gab es früher nicht. 2004, 2008, also die ersten 4 Jahre, da war nichts Cooles an Geschichten dabei. Da ist man nur in die Dungeons gelaufen und war froh, wenn man die Gebiete fertig hatte. Mittlerweile sind echt gute Geschichten in jedem Gebiet untergebracht mit Kataklysme. Also mit dem Add-on, mit dem Drachen. Da hat sich einiges verändert in dem ganzen Geschichtsthema. Da sind echt gute Storyteller bei Blizzard eingestellt worden. Oder sie haben sich mehr Mühe gegeben, die vorher schon da waren. Man weiß es nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob Kataklysmus wirklich 2008 war. Ich glaube, das war noch später. 2011 vielleicht? Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. So, noch ein Assassine. Viel gequatscht. Aber dadurch haben wir die Quest auch schnell überbrückt. Achso, und das ist auch cool vom Zauberer, ne? Dass der sich immer hier so diese Reck-Sachen zaubern kann. Daher hat er halt ziemlich schnell alles wieder aufgeladen. Und das ist auch das Coole bei Magier. Das kann auch nicht jeder. Der wird meistens gefragt bei Raids oder so, früher kannst du Brötchen bauen, kannst du mir wieder welche geben und so. Also am Anfang von einem Raid oder von einer Gruppeninstanz hat man immer erstmal das Essen verteilt als Magier. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Es wurde ja immer mit Patches alles verändert. So, gut gemacht. Meine Wachen scheinen dank euch die Oberhand zu gewinnen. Aber Moment, wo ist Margarete? Jetzt ist die Tochter weg. Ich glaub's nicht. Das Schicksal der Lady. Margarete ist gar nicht bei den Feierlichkeiten gewesen. Ah nee, die Mutter, nicht die Tochter. Vielleicht steckt sie in Schwierigkeiten. Lucilla ist so mitgenommen, dass ich sie nicht allein lassen kann. Ihr müsst an meiner Stelle gehen und die Sicherheit unserer Lady gewährleisten. Wenn ihr das für mich übernehmt, werde ich euch belohnen. Findet Lady Margarete in der Kapelle. So, dann gucken wir mal, was mit der Frau jetzt passiert ist. Die ist gar nicht gekommen. Entweder steckt die hinter dieser ganzen Sache oder sie hat wirklich Probleme. Aber ich glaube, die war gegen die Hochzeit. Die steckt bestimmt dahinter. Die hat bestimmt den Bräutigam. Hier ist euer Geld, elender Gauner. Nehmt es, bevor euch jemand sieht. Immer ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, Milady. Wo ist sie? Im Keller ist sie. Sie ist gar nicht oben. Ja, habt ihr gehört? Roland das Messer. Sie hat den Typen angestellt. Sie ist die Böse. Sie hat die ganze Hochzeit und ihre Tochter unglücklich gemacht. Die Hochzeit, ja, in den Müll geschmissen. Was für eine böse Mutter. Wir haben wohl Besuch. Idiot! Keine Zeugen! Keine Sorge. Ich kümmere mich um diese Ratte. Das will ich auch hoffen. Faszinierend. Die Mutter ist das Böse hier in Trustbar. Ist die auch eine Hexe? Ist sie sogar die Hexenmutter? Man weiß es nicht genau. Lady Kronsteig ist ein mächtiger Feind. Ihr werdet bereuen, dass ihr das gesehen habt. Was für eine coole Questwendung, Storywendung. So, da ist der Mordauftrag. Das Schicksal der Lady. Jetzt haben wir es schriftlich. Und nun? Ja, was jetzt? Keine Ahnung. Jetzt sind wieder Mobs da. Jetzt sind wir aus dem Traum raus. Wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt... Ah ja, wir müssen jetzt dem Geist das bringen, würde ich sagen. Der dürfte ja noch an seinem Grab stehen. Da ist er. Und jetzt haben wir die Beweise, dass es die Mutter war. Was braucht ihr? Lucilla konnte nicht ahnen, dass ich sie zu jedes Mal... Das haben wir schon. Was habt ihr gefunden? Mordauftrag. Ein Auftrag von Lady Kronsteig zur Tötung von Alexander Trittwart. Und da ist er.
Ihre Mutter hat das Attentat in Auftrag gegeben. Ich wusste, dass sie nicht damit einverstanden war, dass Lucilla einen Händler ehelicht, aber ich hätte niemals gedacht, dass sie so weit gehen würde, um es zu verhindern. Ich danke euch, Magier. So. Und das Herz von Azeroth ist auf 82. Und jetzt wissen wir es, die Mutter der Adeligen ist die Mörderin des Bräutigams. Und Johnny ist da. Hi, hui. Schön, dass du eingeschaltet hast, Johnny. Wir sind mitten in WoW, wir sind mitten am Ende von Drustvar. Günstige Winde. Bald haben wir es durch. So, also das Gebiet. Eine letzte Bitte. Ich spüre, dass meine Verbindung mit diesem Ort schwächer wird und ich muss euch danken. Dennoch möchte ich euch um einen weiteren Gefallen bitten. Bitte bringt Lucilla den Ring, den ihr gefunden habt. Er sollte ihre Finger schmücken und nicht meine morschen Knochen. Und noch etwas, Magier. Sagt ihr nichts davon, was hier vorgefallen ist. Sie muss schon so viel verkraften und ich möchte sie nicht weiter belasten. Also, wir erzählen nicht, dass es die Mutter war. Möge der Wind eure Segel füllen. Endlich kann ich nun die Erinnerung an diesen Ort zurücklassen. Hab Dank. Und damit geht er dahin. Alexander ist befreit. Wir holen uns noch ein bisschen Alchemie hier vom Baum und fliegen zurück zu Lucilla. Jetzt haben wir viele, viele Quests geschafft. Genau. Und was? Da müssen wir ins Dungeon für. Genau, also ein paar Quests haben wir noch, aber dafür müssen wir ins Dungeon. Und da ist noch irgendwo ein Quest-Mob. Ne, ein Stern-Mob. Ach, der ist da unten. Wollen wir jetzt da runter? Wollen wir diesen Stern-Mob killen gehen da unten? Ah ja, kommt. Wenn wir einmal hier sind, machen wir das. Das ist auch das Coole beim Magier, ne? Der kann. Die feindlichen Streitkräfte sind im Anmarsch. Der kann tief fallen, ohne dass er stirbt. Ne, ihr seht, er kann fliegen. Zack, das kann nicht jeder. Die meisten wären gestorben, wenn sie darunter gesprungen wären. Also Magier sein hat schon seine Vorteile. Müssen wir den nur noch besiegen, ne? Also. Das ist jetzt natürlich die andere Sache. Der ist doch ziemlich rabiat. Prozent noch. Uiuiuiui. Den auch nicht irgendwie unterbrochen oder so. Oh, noch 22%. Neun. Ja, komm. Das dürfte klappen. Jawohl. Hat geklappt. Und wer auch noch. Jetzt wird zu viel. Jetzt muss ich mich verstecken. Zack. Ha, da war ich unsichtbar kurz. Ich kann nicht mehr tragen. Nein, das war zu kurz. Nein, nicht gut. Ich hau ab. Eieiei. Ich armer Magier. Mitten im Feindesgebiet hier. So. Ja, es gibt so ein paar Tricks, die der Magier hat. Und schon haben wir es überlebt. Ja, Tagesquest. Auch noch hier eine Weltquest, meine ich. Die können wir jetzt auch noch schnell erledigen, wo wir so den Boss gerade gekillt haben hier. Also ihr seht schon, ich habe am Magier richtig Spaß mit seinen ganzen Effekten, die der so hat. Das ist echt meine Lieblingsklasse. Inventar ist voll. So, und jetzt können wir mal gucken. Irgendwas muss der ja gedroppt haben noch. Ich kann nicht mehr tragen. Wird beim Anlegen, beim Einhängen. Okay. Da ist der Ring. Da ist nur Schleim. Das werfen wir weg. Das heben wir auf. So. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein bisschen Alchemie. Was haben wir da? Abfangen der Piratengrog. Mal gucken, was wir damit machen. Dann machen wir kaputt. Okay. Und dann gehen wir die Truhe da noch sammeln.
Taucherglocke, inaktiver Gezeitenhüter. Was wir alles haben, ne? 27%. Oh, und hier ist eine Quest. Man glaubt's nicht. Ein Schiffslogbuch. Wer hätte das gedacht? Da gehen wir da unten rein, schnell, um die Quest zu machen. Und schon finden wir auch noch ein Schiffslogbuch. Schön, dass man in jede Ecke da kommt. Ohne diesen Ausflug hätten wir die Quest gar nicht gefunden. Ist natürlich für euch jetzt ein bisschen unwichtig, die Quest, weil das ist wirklich, wie gesagt, nur so eine Weltquest. Die macht man, um Sonderbelohnungen zu bekommen. Inventar ist voll. Hier ist es diesmal Kriegsressourcen. Eine vergibte Schatzkarte. Dieser Gegenstand kann gelesen werden. Nee. Die nehmen wir mal mit. So, und was ist da drauf? Für jeden, der Wohlstand meiner Mannschaft trachtet, schlage ich ein Spiel vor. Ein Teil meines Goldes liegt inmitten feuchter Gebeine vergraben, nur ein Spaziergang von einer lebhaften Stadt entfernt. Doch schenkt den dortigen Minnesänger kein Glauben. Okay, also irgendwo liegt viel Gold, aber so richtig sagt mir das jetzt nichts. Lebhaften Stadt, weiß ich jetzt auch nicht, welche gemeint ist. Feuchten Knochen, also irgendwo unter Wasser, aber keine Ahnung. Schätze suchen wir jetzt erstmal nicht. Da liegt sogar noch eine Kanone, Gezeitenkanone, auch cool. Ich kann nicht mehr tragen. Eine Tropfperle, 8 Gold wert. Dafür schmeißen wir irgendwas weg, was hier nur 90 Silber wert ist. So. Und noch circa 50%. Ein paar Gegner haben wir jetzt hier. Sehr gut. Wir kommen gut voran. Wir kämpfen uns hier schön durch diese komische Piratenbucht. Piraten der Karibik hier. Ach, wir müssen uns noch festhalten. Inventar ist voll. Mach ich mal hier die kaputt. Mal gucken, was passiert. Oh, das waren 6%. Schon mal nicht schlecht. Ist das jetzt echt da oben auf dem Schiff? Ja, das ist echt da oben auf dem Schiff. Nein. Jetzt sind wir hier völlig falsch. Ja, dann machen wir nochmal einen kleinen Umweg. Damit wir uns die Quest auch noch holen können. Wie müssen wir da hochkommen? Ich kann nicht mehr tragen. Ich glaube nicht, dass wir hier unten da hinkommen. So läuft's doch. Da war ein anderer Spieler. Und der läuft weg, der doof. Anstatt erstmal die Gegner mitzukillen, sammelt der hier ein bisschen Grog auf. Das ist wieder eine Schatzkarte. Werfen wir die andere mal weg. Mal gucken, ob hier was anderes drin steht. Teil meines Goldes liegt Gemahlin begraben. Sie ruht dort, wo man sie ermordet hat. Wie es ein wahres Begräbnis Kultiraner-Art verlangt. Wie immer im Schatten eines Ankers. Oh mein Gott. Tja, schöne Schatzhinweise. Keine Ahnung, wo die liegen sollen. Muss man vielleicht mal googeln. Und jetzt für 10 Gold da irgendwelches Theater machen, habe ich auch keinen Nerv zu. Oh nein, das ist der Name. Man nicht mehr Elite, sondern jetzt nur noch normal, weil den habe ich ja schon gekillt. Dann ist er kein Sternmob mehr. Ah, Mist. Jetzt habe ich den schon wieder in den Fernen.
war eben schon so knapp zu erledigen. Ah, jetzt habe ich aber viele Crit hier gehabt. Alles gut. Ich kann nicht mehr tragen. Noch 3%. Dann haben wir die Quest hier auch durch. Was ist das für ein Futterzack? Okay. Wir holen uns die Quest noch, wie gesagt. Streitkräften eine Atempause verschafft. Ich brauche ein Ziel. So, fertig. Und jetzt müssen wir hier einmal gerade über dieses Schiff. Und da oben liegt es. Ich sehe es schon. Ach, brauche ich nicht wegzuschicken. Der Drachenatmen ist halt ganz gut, dass die Viecher mal weglaufen, aber im Endeffekt ist sie jetzt tot. Passt schon. So. Zwischen den Seiten des Logbuchs des Kapitäns steckt ein Brief mit dem Siegel von Harlan dem Schmierigen. Offenbar hat der Schmierige diesen Piraten befohlen, das Haus Kronsteig weiteren Ärger zu bereiten. Lucilla sollte umgehend darüber informiert werden. Super. Captain Bleifau. Unser Gönner hat mir geflüstert, dass Haus Kronsteig vor die Hunde geht. Es würde uns zum Vorteil gereichen, wenn sich daran nichts änderte. Stellt eure beste Crew zusammen und segelt zum Schiffskrämer Kai. Von dort aus plündert und brandschatzt ihr euch durchs Land, stehlt Vorräte und füllt unsere Schatzkammern. Haltet diese Kronsteig-Loyalisten in Schach und auf euch wartet eine saftige Belohnung. Na, das war doch schön. Einfach das Schiffslogbuch noch kurz vorgelesen. Sehr cool. So, mal gucken, ob wir das auch noch kriegen ohne Ed. Die Meeresstängel hier. Wenn, dann nehmen wir alles mit, was das geht. Ist zu weit entfernt. Wieder mit Ed. Och Mann, hört doch auf. Manchmal muss es eben Stress sein. So viele Explosionen. Boah. Aber hier ist auch ein anderer Spieler wieder. Jetzt habe ich auch noch die Krabbe hier am Popo. Haben wir jetzt alle? Mit ihrer Ballerei. Und wie die Waffen sich anhören, immer so. Ist überhaupt gar nicht beeindruckend. So. Inventar ist voll. Da brauchen wir alles nicht. Ich wollte eigentlich nur diese Dinger hier. Fertig. Wunderbar. Dann einmal kurz zurückporten. Das war's jetzt erstmal. Jetzt können wir alle Quests abgeben und das waren jetzt, glaube ich, 5, 6, 7 Stück. Jetzt sind wir also richtig weit und haben, ja, alles für die Lady getan. Ich hoffe, jetzt können wir gleich mal ins Dungeon. 45 Minuten werde ich auf jeden Fall noch streamen. Darum, ja, könnte gut sein, dass wir da gleich reingehen. So, müssen wir gerade gucken, wo ich bin. Oh, ich bin noch in Fallhafen gebunden. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen was fliegen. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir sehen hier nicht viele Reisende. So, zack. So, und in der Zeit, wo wir fliegen, tue ich kurz was trinken. Bis gleich, einen Moment.
Und da bin ich auch schon wieder. Weiter geht's in World of Warcraft. Weiter geht's in Drustvar. Und Korlach ist jetzt soweit von mir gesäubert worden. Die ganzen Hexen gekillt. Alle möglichen Storys rausgefunden. Über den Verlobten von hier Lady Kronsteig und so weiter. Und jetzt gehen wir mal die ganzen Quests ab. Seid gegrüßt. So, hier haben wir einmal die Dreierquest, also die Schwester erledigt. Und wir bekommen kleine Azerithsplitter, also im Moment haben wir 87% vom Herz von Azeroth. Seid vorsichtig. Und jetzt haben wir 99%. Also kurz vor Stufe 20 ist das Herz. Grüße. So, und da sind die ganzen Quests jetzt. Hexen schießen, das waren die Matronen, die ich erledigen sollte, die Bosshexen. Hoffen wir, dass die Nachricht beim Zirkel angekommen ist. Solange wir über Waffen verfügen, um sie zu bekämpfen, werden wir standhaft bleiben. Wo wir gerade von Waffen sprechen, ich glaube, unser Schmied hat eine Idee, wie man die Barriere beseitigen kann. Genau, wir kamen nicht an das Anwesen. Und das ist doch gut, dass der schon Ideen hat, wie wir da jetzt reinkommen. So, jetzt nehmen wir das, was teurer ist. So. Jetzt sind wir erstmal voll, ich verkaufe das kurz. Ja, toll. Das ist jetzt der Schmied, der hat jetzt wieder die Quest. Ich verkaufe erstmal gerade was bei dem. Alles auf Kurs bei euch. So, und jetzt können wir auch die Quests weiter abgeben. Ich habe jetzt ganz viele Fische, weil ich muss irgendwie jetzt auch kochen bald. Darum muss ich mal gucken, was ich da alles brauche. Das hier muss alles in die Bank. Die ganzen Krimskrams. So, Stufe 60 brauchen wir nicht mehr. Was? Der Händler will diesen Gegenstand nicht. Ja, okay. Weg damit. Den Feldverbandskasten können wir jetzt mal verkaufen. Teufelsblüte, füttert euer Haustier damit, um das Teufelsenergie zu beflecken. Warum eigentlich auch alles nicht mehr, den ganzen Kram? Köstlicher Honig. Also so viel Kram verzehren, um einen Honigkick zu bekommen. Naja, behalten wir mal alles. So, schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Und wir geben die restlichen Quests ab. Seid gegrüßt, Festländer. So, das war der Verlobtenring, die Verlobten-Story. Das ist der Ring, den Alexander mir zu unserer Vermählung geben sollte. Ich hätte nicht geglaubt, ihn je wiederzusehen. Ich weiß nicht, wie ihr ihn gefunden habt, Magier, aber mit Worten allein lässt sich meine Dankbarkeit kaum ausdrücken. Dieser Ring war das Symbol der tiefen Liebe zwischen Alexander und mir. Es ist schön, sie noch einmal zu spüren. Zack. Ach, Alexander. Ich wünschte, du könntest jetzt hier sein. Ich werde immer hier sein, liebste Lucilla. Immer. Was für eine romantische Geschichte. Und was haben wir denn hier? Das sind die Andenken der Bewohner. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr habt euer Leben riskiert, um die Gegenstände zu mir zu bringen. Und das sagt einiges über euren Charakter aus. Ich werde dafür sorgen, dass diese Andenken ihren Weg zu Freunden und Familien finden. Zack. So, und dann die Zwiebeln sind ein Schutz gegen den Zirkel. Dass Zwiebeln das Böse abwehren, aber ich habe sie nie für bare Münze genommen. Das ist doch mal eine Entdeckung. So, und was habt ihr hier noch? Hier sind noch die Befehle gegen Lucilla Kronsteig. Die haben wir gerade eben in dem Hafen gefunden. Auch erledigt. Dieser Pirat will also das Haus Kronsteig destabilisieren, als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Ich danke euch, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, Magier. Wie es scheint, ist der Zirkel nur der Anfang der Probleme von Kultiras. Möge der Wind eure Segel füllen. So, und damit haben wir alles erledigt für Lucilla. Und jetzt gucken wir mal, wie wir durch die Barriere kommen. Spuckt's aus! Hey Garen, ich glaube, ich habe eine Lösung für die lästige Barriere, die euch den Weg ins Innere von Korlach versperrt. Ich habe das Silber genommen, das wir noch hatten, und habe damit einen dieser Kanonenkugeln modifiziert. Die Mauern um Korlach sind mit Kanonen zur Verteidigung versehen. Zielt mit einer auf das Tor und ihr könnt das Brassstück hier mitten in der Barriere jagen. Ihr braucht allerdings eine ordentliche Prise Sprengpulver. Sammelt 5 Einheiten Sprengpulver an den Klippen und bringt es zu Inquisitor Hartwasser vor dem Tor. Na da, und der Marschall wollte euch noch sehen, bevor ihr zum Lager aufbrecht. Irgendwas wegen seiner früheren Wachen. Gut, also Kanonenkugel gegen die Barriere schießen und der Marschall will auch was. Die Augen des Feindes ruhen auf uns. Tod eines Verräters. Mir ist so umgekommen, dass ihr einen Angriff auf das Lager vor den Mauern plant.
Sollte das der Fall sein, habe ich eine Bitte. Obwohl die meisten Wachleute, die gegen uns kämpfen, gegen ihren Willen vom Zirkel vereinnahmt wurden, haben Hauptmann Gut, Flink und seine Hellebardenbrigaden ihren Seelen freiwillig dem Herzband überlassen. Sie sind Verräter und eine Beleidigung für die Kronsteigwache. Genau, dann müssen wir den jetzt auch erledigen. Ein einziger Hauptmann der Kronsteigwache, der zum Verräter wurde und sich freiwillig dem Zirkel anschloss. Meine Klinge wird das Schicksal des Zirkels besiegeln. Und damit haben wir jetzt die zwei Folgequests, die näher an das ganze Anwesen da führen. Dann wollen wir noch mal gucken gehen. Das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt geht's drum, dort reinzukommen. Ah, super. Nein. Oh, nein. Oh, blöder Zwerg. Übrigens, ich mag keine Zwerge hier in WoW. Die Falknerei von Korlach. Oh, hier die müssen wir bis jetzt nicht hin. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Eieiei, schnell weg hier. Ups. Ja. Und da ist noch eine Quest. Uiuiui, hier ist ja was los. Ich muss mich gerade mal ein bisschen verdünnisieren. So, die Lanzenträgerklippe. Hier sind wir. Und da haben wir Sprengpulver. Das brauchen wir. Dann holen wir uns jetzt noch die Quest. Och man, jetzt hört doch mal auf, Leute. Immer weiter diese Ads. Glaub's nicht. So. Dann nehmen wir uns auch noch die Quest da oben vor. Weil da haben wir ja jetzt eigentlich alles. Dann brauchen wir jetzt nur noch hier das alles zu erledigen. Wir sind auf jeden Fall kurz vorm Dungeon. Haha. Das ist doch schon mal super. Mal gucken, was das jetzt für eine Quest ist da. Inquisitor Nottig. Sag hallo, Willem. Verhexte Küken. Ich habe herausgefunden, wie diese bösen Hexen unsere Falken verdorben haben. Seht ihr die Talismane? Sie benutzen sie, um unseren Schwarm mit ihrer dunklen Magie zu infizieren. So. Und Nestflucht. Es sieht so aus, als ob der Zirkel nicht alle unsere Falken bezaubert hat. Öffne 5 Käfige. Na, wer ist ein guter Junge? Ja, mit dem Falken konnten wir schon mal so ein bisschen über das ganze Gebiet gucken. Eben. Das hat gut funktioniert mit den Falken. Darum, ja, wollen wir die auf jeden Fall jetzt beschützen und retten. Sehr hübsche Statue. Und jetzt müssen wir hier einmal die Käfige öffnen. Und die Falken freilassen. Und dann irgendwelche Talismane finden. Da weiß ich jetzt noch nicht genau wo. Mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Zuerst etwas anvisieren. Jo, funktioniert. Talismane. Sehe ich die nicht oder bin ich blind? Ich habe kein Ziel. Im Moment sehe ich sie wirklich nicht. Ah doch, da hängt einer. Ich muss näher ran. So, das waren erstmal die 5 Falken. Sind aber eher Krähen, oder? Ah, und die hängen da oben. Hey. Ach, zerstören, draufschießen. Ja, okay, das kriegen wir hin. Ne, doch nicht. Hä? Hey? Ach, hiermit. What? Irgendwas muss ich da machen. Ruft Willem, damit er bei der Vernichtung der Talismane hilft. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Wieder zu viel hier langsam. Alter.
also irgendwie bei den Talismanen den Raben rufen, würde ich sagen. Den Falken rufen. Problem ist, das ist so viel Ed. Das nervt aber. Probieren wir es nochmal. Und jetzt? Keine Ahnung. Eins. Jawohl. Nochmal eins. Jawohl. Und nochmal eins? Nee. Doch. Ah, ich hab's raus. Flieg. Rabe, flieg. Sehr gut. Und da oben noch. Sehr gut. Läuft. Ist noch ein, zwei. Aber der dritte ist, weiß ich nicht. Die Mutter führt meine Klinge. Lasst mich doch mal hier in Ruhe die Talismane zerstören, Mensch. Ich bin doch gleich wieder weg, Leute. Okay. So. Gut, den da oben jetzt noch. Aber wo ist der letzte? Da, am Haus. Tada! Das war mal eine angenehme Quest. Nur gut zielen und schon ist alles gut. Haben wir's? Ein guter Tag zum Hexenjagen, oder? Die Talismane sind zerstört, welch eine Erleichterung. Wunderbar. Und gute Arbeit, mit ein wenig Glück sollten die Falken direkt in den Greifenhorst von Armswehr zurückkehren. Waldmanns Heil. So. Das ging mal schnell. Falken sind befreit, alles ist wieder gut. Und jetzt Sprengpulver finden und Hauptmann Gutfink töten. Hier ist das Lanzerlager. Und hier müssen wir uns